Allianz-Soldaten. Offenbar wurden sie vom Notsignal hergelockt. Offenbar unterstehen diese Männer Admiral Kahokus Kommando. Er wird wissen wollen, was hier passiert ist. Commander, ich habe hier ein paar seltsame Signale. Sehr seltsam. Nichts Bekanntes. Sie scheinen von einem Untergrundkomplex ganz nahe der Landezone zu stammen.
weiter! Sie haben Höhe und Schutz!
Hermesbote kam. So, wo waren wir stehen geblieben? Oh Gott. Genau hier. Bei dem netten Ding. Wo wir, glaube ich, nicht hochkommen werden. Okay, ich befürchte, wir haben eine Möglichkeit nur noch. Wir müssen zu Fuß weiter. Und das, ja. Ist nicht gut. Okay, Schilder weg. Perfekt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach dann geht. Oh, perfekt. Immer weiter. Ich glaube, wir müssen eher hier lang. Wow. Okay. Na toll. Aua. Ich sehe niemanden. Oh Gott, mein Radar ist deaktiviert. Okay. Ja. Wo ist er denn? Da ist er. Da oben. Oh Gott. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wow. Zum Glück sind diese Raketen, der Raketenschützen, doch sehr langsam. In die große Basis rein, würde ich sagen. Alter. Was ist das? Absolut gar nicht gut. Hier Deckung, würde ich sagen. Ach du Kacke. Ja, wunderbar. Ich habe die Schilde von dem Ding deaktiviert. Ja, auch nicht wirklich viel. Was sind denn das für Teile? Der Radar ist auch komplett deaktiviert. Okay, scheiße. Und jetzt drauf. Nein, drauf, dachte ich. Okay, jetzt. Das hier. Boom. Ich glaube, wir haben es. Puh. Ab in die Basis rein, würde ich sagen. Es wird immer länger Folge. Wir sind jetzt bei 25 Minuten. Was verbergen die hier? Was ist hier? Oh Gott. Irgendwelche Leute, die wieder unser Radar stören.
Geth-Frontkämpfer. So können wir sie nur ganz schlecht treffen. Okay, ein Scharfschütze auf Nahplatz. Wow. Heiliger Scheiße. Das ist meine erste proteanische Ruine. Abgesehen von der Zitadelle natürlich. Ein Fahrstuhl. Ja. Alter, dauert das lange. Okay, haben wir? Ja. Wow! Runen! Proteanische Bauten sind für die Ewigkeit. Sieht aus, als hätte sich hier ein Lavastrom ergossen. Ja, wahrscheinlich. Ich hatte das sogar. Nur mal gucken. Wow. Oh, oh. Na toll. Hallo? Kann mir vielleicht jemand helfen? Bitte? Können Sie mich hören da draußen? Ich sitze in der Falle, ich brauche Hilfe! Dr. Tassoni? Liara Zoni, vermute ich. Der Göttin sei Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand nach mir suchen würde. Hören Sie zu. Dieses Ding, in dem ich bin, ist so eine Art proteanische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Benessia? Ihre Mutter arbeitet mit Saren zusammen. Auf wessen Seite stehen Sie? Was? Ich bin auf keiner Seite. Ich bin zwar Benessias Tochter, aber ich bin anders als Sie. Ich habe seit Jahren nicht mit ihr gesprochen. Holen Sie mich nur hier raus. Gefangen? Wie sind Sie hier gelandet? Als die Gate auftauchen, versteckte ich mich hier drinnen. Können Sie das glauben? Gate hinter dem Nebel? Ich aktivierte die Abwehrvorrichtungen des Turms. Ich wusste, dass das Barrierefeld es fernhalten würde. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Okay, bleiben Sie ganz ruhig. Wir finden einen Weg, Ihnen zu helfen. Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrierenvorhang kommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Vorganer bei der Gegend. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Okay. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Die Frage ist nur, wie soll das klappen? Oh oh. Okay, gut, das haben wir. Oh, shit. Der Bereich ist nicht frei von Feinden. Ach, der Scharfschütze, ja, stimmt. Okay, Minenlaser. Oh Gottes Willen, was? Okay. Unten links, nee. Unten rechts. Unten. Oh, unten. Unten. Und okay. Unten. Unten links. Nee. Unten. Unten rechts. Unten. Unten. Oben. Oben. Rechts. Okay. Eigentlich relativ einfach. Okay. Nee. Ei. Das war effektiv, würde ich mal behaupten. So. Heilige Maria.
wir bewegen uns nicht, das ganze Ding nicht. Das können wir doch jetzt ausschalten bestimmt, oder? Wie sind Sie hier reingekommen? Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Durchschlagende Feuerkraft. Wir haben uns mit dem Bergbaulaser reingesprengt. Natürlich. Klar, das ergibt Sinn. Holen Sie mich bitte hier raus, bevor noch mehr geht kommen. Der Knopf da drüben sollte das Kraftfeld abschalten. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Getes auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Denk schneller, Miss Experte für Proteaner. Die Röhre? Aber ich... Was zum Teufel war das? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat es nur noch schlimmer gemacht. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Wir brauchen einen Fluchtplan. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt. Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Es wird eng, Skipper. Wir haben 2 Minuten dazwischen. Na, wunderbar. Sobald wir da sind, müssen wir flüchten. Rennen. Ah, es speichert automatisch. Oh oh. Geben Sie auf. Das wäre unser. Ruine stützt ein, das wissen Sie, oder? Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Berauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Ich gebe Sie nicht heraus. Vielen Dank, aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Okay. Wir machen es gleich doppelt. Okay, der Kampfmeister zuerst. Das ging schneller als erwartet. War knapp, Commander. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandy ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Wir sind da draußen fast umgekommen und Ihr Pilot macht noch Scherze? Er hat uns gerettet. Es war Joker, der uns gerettet hat. Er hat ein Recht darauf, ein paar böse Scherze zu... Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Geth hätten mich sicher getötet. Oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre?
Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit ihnen passiert sein könnte. Seit 50 Jahren? Aber wie alt sind sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie Ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nur aufgrund meiner Jugend lehnen die Asari-Lehrmeister meine Theorien über das Schicksal der Proteaner ab. Und was ist Ihre Theorie? Ich habe meine eigene Theorie über das Verschwinden der Proteaner. Bei allem Respekt, Commander. Ich habe schon alle Theorien darüber gehört. Das Problem ist, Beweise für diese Theorien zu erbringen. Die Proteaner haben uns auffällig wenig hinterlassen. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Und woher wissen Sie das? Wie kommen Sie auf diese Theorie? Ich dachte, es gäbe keine Beweise. Ich arbeite seit 50 Jahren an dieser Sache. Ich habe jedes noch so kleine Bruchstück untersucht. Und langsam beginnen sich Muster abzuzeichnen. Muster, die auf die Wahrheit schließen lassen. Es ist schwer, das alles zu erklären. Ich habe keinen bestimmten Punkt, der meine Theorie stützt. Es ist mehr eine Ahnung, die sich nach 50 Jahren Forschung eingestellt hat. Aber ich weiß, dass ich richtig liege. Und früher oder später werde ich es beweisen können. Es gab andere Zivilisationen vor den Proteanern. Der Zyklus hat sich schon viele Male vorher wiederholt. Der Zyklus? Was für ein Zyklus? Wovon reden Sie da? Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Ich kann Ihnen helfen. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Den Reapern. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Ich habe eine Vision. Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Gate Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Das hilft uns nicht, Saren zu finden. Oder die Röhre. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Sie können uns trotzdem helfen. Ich weiß nicht, warum Saren hinter Ihnen her war. Aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns... Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Und Ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen. Willkommen an Bord. Schön, Sie bei uns im Team zu haben, Liara. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nicht schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Es ist vorerst alles. Gehen Sie zur Ärztin. Alle anderen, wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Ja. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zony bei Ihnen an Bord ist.
Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben? Sie möchte helfen. Liara ist auf unserer Seite. Die Geth haben versucht, sie zu töten. Benesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine. War das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? Ja. In den Ruinen wimmelte es nur so von Geth. Wir hatten Glück, dort überhaupt lebend rauszukommen. Selbstverständlich, Commander. Die Mission hat immer Priorität. Viel Glück, Commander. Und denken Sie daran, wir alle zählen auf Sie. Und ich würde sagen damit, bis zur nächsten Folge und tschüss.